Ja, die Aufgabe heißt jetzt Wurzel aus y' gleich 2x durch y. Wie lösen Sie denn eine Aufgabe diesen Typs erstmal? Das sollten Sie wissen. Wenn Sie so eine Wurzel haben, so eine Wurzel ist immer was Unangenehmes, dann sollten Sie quadrieren. Wenn Sie quadrieren, dann steht da y' gleich 4x². Vergessen Sie nicht, die 2 mit zu quadrieren, durch y². So, nächster Schritt. Trennung der... Ja, mal y². Jo. Also das heißt, wir müssen irgendwie das y² nach drüben kriegen. Und haben y' mal y² gleich 4x². So, also das heißt, so habe ich die Variablen, die Variablen getrennt. Schreib da nochmal ein. Schreib so ein bisschen so hin. So, was mache ich jetzt als nächstes? Als nächstes kommt das Integrieren. Und durch das Integrieren verschmelzen das y' und das dx. Und was wird aus y' mal dx? Na, y. Sehr gut, ja. Also da steht dann Integral y² dy, das ist der Teil hier. Und Integral 4x² können Sie direkt rechnen. Integral 4x², was kommt da raus? Da kommt raus 4x hoch 3 Drittel plus c. Integral y² dy. Was ist das hier? Ja, das ist y hoch 3 Drittel plus c. Aber das plus c, habe ich ja schon gesagt, reicht uns auf einer Seite. Gleich 4x hoch 3 Drittel plus c. Was mache ich jetzt mit dem da? Ja, mit dem da wieder müssen wir nach y auflösen. Dazu multipliziere ich erstmal mit 3 durch und ziehe dann die dritte Wurzel. Also habe ich y ist gleich 4x hoch 3 plus 3c. Das können Sie auch zu einem neuen c machen, das ist egal. Und dann die dritte Wurzel da raus. Das hier kommt dann da raus. Eigentlich als Lösung der Differentialgleichung. So, meine Frage ist jetzt, also wenn Sie soweit das verstanden haben, bin ich schon glücklich. Wenn Sie jetzt aber jetzt wirklich die Aufgabe sich ganz genau anschauen, werden Sie sehen, dass das hier als Lösung natürlich nicht reicht. Warum reicht es als Lösung nicht? Wir haben etwas gemacht, das haben Sie in der 8. Klasse gelernt oder in Klasse 9, wahrscheinlich eher in Klasse 8, nämlich wir haben hier quadriert. Was bedeutet es denn, wenn Sie quadrieren? Das sollten Sie wissen, das ist keine Äquivalenzumformung. Was heißt das, wenn Quadrieren keine Äquivalenzumformung ist? Schauen Sie, ich habe hier auch ein daraus folgt geschrieben. Hier steht überall brav genau dann, wenn's. Aber hier steht ein daraus folgt, das hat seinen Grund. Was müssen Sie machen, wenn Sie quadriert haben? Da ist dann... Eine Probe. Ja, die Probe ist da obligatorisch. Aber ich habe sowas noch nie in der Prüfung gefragt. Also jetzt... Wie gesagt, mir reicht es, wenn Sie erstmal das hier können. Aber hier müssen Sie Probe machen. Und wie gesagt, eigentlich ist das gar kein Problem. Es muss Ihnen klar sein, dass Sie die Probe machen, sobald Sie quadriert haben. So, das heißt, was müssen Sie denn machen, wenn Sie die Probe machen wollen? Ich leite das y ab und setze es in die Ursprungsgleichung ein. Völlig richtig, ja. Das heißt, das machen wir mal. Wir leiten das Ding ab. Was ist denn y'? Was ist y'? Wenn Sie das hier haben, die Ableitung, die haben wir im ersten Semester gemacht. Was ist denn die Ableitung von dem Ding? Das
Delta mal in Klammern 4x hoch 3 plus c. Ja. Mal 12x Quadrat. Die schreibe ich davor. Und da fehlt noch was. Das gilt ja als hoch 1 Drittel. Was müssen Sie dann dafür noch schreiben? Ein? Hoch minus 2 Drittel. Völlig richtig. Ja, so sieht das böse Ding aus. Und da fehlt noch was. Sie haben es richtig diktiert. Ich habe es falsch geschrieben. Hier fehlt noch ein zum Quadrat. So, und das ist unser Y-Strich. Und wenn Sie da jetzt hinschauen, dann stellen Sie fest, dass Ihr X, wenn es Wurzel Y' ist, ja, Wurzel aus Y', dann muss dieses ganze Ding hier größer als 0 sein. Also da gibt es jetzt wieder einen wilden Definitionsbereich. Ja, und das heißt, der Definitionsbereich, das hier ist größer 0 oder größer gleich 0, je nachdem, egal wie Sie das x wählen. Aber das hier, das muss nicht größer gleich 0 sein. Und dieses hoch minus 2 Drittel, das ist sowieso etwas, das sehr, sehr schwierig sein kann, weil da kann's dann wissen wir ja, die Potenzgesetze, die gelten ja nicht für Basen kleiner als 0. Aber wir verwenden das jetzt trotzdem mal nur zum Wissen, das hier sollte nicht kleiner als 0 sein, sonst haben wir ein Problem. Und jetzt setzen wir das mal einfach hier ein und dann haben wir 1 Drittel mal 12. 1 Drittel mal 12 ist 4 und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, habe ich auch nicht. Wurzel aus 4x², das ist das hier, mal 4 x hoch 3 plus 3c hoch, und jetzt schreibe ich hier hoch minus 1 Drittel hoch 2, ja, schreibe ich das so hin, und jetzt müssen wir eigentlich Beträge schreiben. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die Wurzel aus diesem Zeug hier ziehe, dann sind es eigentlich Beträge und keine normalen Zahlen mehr. Also da kommt jetzt eigentlich nicht mehr x raus, sondern Sie wissen ja, Wurzel aus x², das ist Betrag x. Also das heißt, diese Aufgabe, die lohnt eigentlich nur, wenn man sie, die kann man nur gut lösen, wenn das alles hier unten größer 0 ist. Also sowohl das x muss größer 0 sein, sonst kriegen Sie hier eine Katastrophe raus, als auch hier unten. Ja? Das heißt, das hier, das 4x hoch 3 plus 3c, das sollte an sich auch größer 0 sein. Sonst können wir da gar keine gescheite Wurzel draus ziehen. Wobei, wenn wir erst quadrieren, dann das hoch minus 1 Drittel machen, dann geht es wieder. Also man sieht, das ist schon sehr, 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 sehr nah an der Katastrophe gebaut vom Definitionsbereich her. Aber wenn wir das nicht berücksichtigen, dann stimmt es. Ja? Dann sehen Sie da, Wurzel aus 4 ist 2, Wurzel aus x², wenn denn das x größer 0 ist, das ist x. Und das hier, die Wurzel daraus, da können Sie dann direkt, können Sie dann durch Wurzel aus 4x hoch 3 plus 3c schreiben. Aber eben nur, wenn das sauber definiert ist. Ja, und das ist aber genau das gleiche wie das. Schauen Sie, also das ist 2x, das ist das, was wir haben wollen, und das y ist genau das. Also, wie gesagt, wenn Sie einen vernünftigen Definitionsbereich haben, und den müssen Sie halt hier, den hätte ich dazu angeben müssen, das kann ich jetzt hier im Nachhinein tun, also das x sollte größer gleich 0 sein, sonst haben wir hier ein Problem, und hier, das sollte auch, und 4x hoch 3 plus 3c, das sollte selbst auch größer gleich 0 sein. Und wenn wir das hier aber haben, diese zwei Bedingungen, die müssen beide erfüllt sein, dann gilt auch, dass die Differentialgleichung erfüllt ist. Also für Sie, für die Prüfung, diese Probe, die wäre jetzt schon, also da müsste ich schon sauber einschränken. Das habe ich jetzt bei der Aufgabe nicht gemacht. Im nächsten Leben mache ich das, ja, da tue ich bei der Aufgabe sauber einschränken. Und für Sie, für die Prüfung, Sie sollten eben so eine Differentialgleichung, ich sage es mal bis hierher, die sollten Sie beherrschen. Das hier ist,
ist etwas, das will ich eigentlich, also wie gesagt, das müsste ich in eine neue Aufgabe packen und das prüft nicht den Stoff, den ich eigentlich haben will, sondern das prüft Wurzelrechnen und Ableiten, das ist erstes Semester und so. Also bis hierher sollten Sie das hinkriegen. Gibt es noch Fragen zu der Aufgabe? Herr Schmidt, warum haben Sie hier unter der Wurzel, warum haben Sie minus ein Drittel geschrieben? Das ist so, hier, wenn Sie irgendeine Zahl a hoch minus 2 Drittel haben und das a selbst ist größer gleich 0, dann dürfen Sie das schreiben als a hoch minus 1 Drittel hoch 2. Das ist ein Potenzgesetz, a hoch m mal n ist das gleiche wie a hoch m hoch n. Ja, habe ich. Aber nur für positive Basen, dann gilt das. Gut, sonst noch eine Frage? Ja, dann bin ich jetzt mit den Differentialgleichungen am Ende. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir